Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir werden versuchen, diesmal alles richtig zu machen. Und zwar sind wir immer noch, ja, hier überall. Seht ihr, wie schön das ist? Sie sind alle geschützt. Ist das nicht toll? Die Moral, naja, da müssen wir noch mal gucken, woran das liegt, dass die selbst Starlight Drive-In, da wo wir jetzt gerade sind geschützt. Ja, wir müssen noch gucken, wie das mit der Moral kommt. Vielleicht brauchen Sie einen Arzt oder ein paar Läden, wie das im Leben so ist. Aber größtenteils, die meisten sind schon mal geschützt. Oh, die Abernathy Farm hat keinen Schutz, hat nur noch drei Leute. Sicherlich, weil wir da länger nicht gewesen sind. Einfach ignorieren. County Crossing braucht schon wieder Betten, da sind Leute dazugekommen. Wahrscheinlich die von der Abernathy Farm. Haben gehört, wir gehen lieber dahin, da gibt es keine Betten, also gehen wir dahin. Dann kann Lucretia wieder hin und her reisen. Ja, und kommt niemals, nie, nie, auch nur in die Nähe einer wichtigen Mission. Dafür haben wir bald überall Schutz und ja, das nächste auf der Liste von unten wäre doch dann Red Rocket Raststätte, die ist doch ganz in der Nähe von unserer Basis. Hier stehen mir zu viele Leute rum. Sie zum Beispiel. Sie hat doch gar nichts zu tun. Was macht sie da? Nur stehen, in der Sonne, sich sonnen. Und ja, besonders gut sieht sie auch nicht aus, aber das ist ja Geschmackssache. Vielleicht ist sie ganz nett. Meistens ist es ja so. Ja. Ja, hier können wir nicht mehr viel machen. Außer abhauen zur Red Rocket Raststätte. Irgendwann bauen wir das dann nochmal vernünftig. Das kann ja nicht halten. Das ist ja 0, nix. Ich meine, man kann sich gut oben drauf stellen und dann vielleicht die Todeskralle kommt da nicht so schnell hoch. Und er ist doch typisch Versorger. Er hat doch schon das typische Versorgergesicht. Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir hier noch irgendwas bauen? Habe ich was vergessen? Ja, mit Sicherheit habe ich hier einiges vergessen, aber. Es sieht doch gut aus, oder? Die Moral steigt. Essen ist da, Leute sind da, Wasser ist da, Betten ist da, sind da, meine ich. Wir haben alles hier. Na gut, auf geht's. Achso, dafür müssen wir hier reingucken. Und wir fahren. Wieso sage ich eigentlich immer fahren? Ja, weil ich denke immer, das geht so schnell. Vielleicht fährt sie ja. Hier kann man doch gar nicht fahren. Er auf der Karte anzeigen und hin dort. Hinfort und schon wieder, wer mit seiner romantischen Begleitung in einem Bett schläft, erhält den Skill Bettgeflüster, der alle neu erhaltenen EP vorübergehend erheblich steigert. Ja, wie kommt das dann nur? Ja, das lese ich jetzt nicht. Das ist sowieso gleich vorbei. Ja. Und da wir gelernt haben, was wir gelernt haben, lass dir den Helm nicht wieder abnehmen, Preston. Oh. Ja, vielleicht bekommt er ja noch etwas. Wir haben nämlich gelernt, dass wir hier gut diese Wachtürme abstellen können. So, Wachposten. Hießen die wirklich Wachposten? Ach, das sind Wachtürme, das sind Wachposten. Ha, ja, das muss man mir doch auch sagen. Als ob ich lesen könnte. Mitten auf die Straße? Nein, das machen wir nicht. Mitten vor das Schild? Nein, das auch nicht. Hinters Schild. Ja, nein, das passt nicht. Doch vor das Schild, wie sieht denn das aus? Das sieht doch nicht aus, das geht doch nicht. Aber vielleicht können wir das hier wegnehmen. Und dann passt er doch dahin, aber dann sieht es nicht aus. Und wenn ein Auto, dann das rast dann hier sofort durch und da rein. Und dann. Egal, verwerten wir das mal. Ein bisschen Stahl. Okay. Jetzt aber. Der Wachturm. Der Wachturm. Ganz genau, der Wachturm. Ja, ich bin gut drauf. Ich habe was gegessen. Und dann bin ich auch immer ganz gut drauf. Zum Glück passiert das nicht allzu oft.
dass ich gut drauf bin. Nee, dass ich esse. Ach, was weiß ich nicht. Beides. Beides passiert dann und wann schon mal. Wir stellen den hier. Das ergibt gar keinen Sinn, wenn wir den da hinstellen. Wir stellen lieber hier vorne direkt einen vorne vor. Wenn da jemand durchkommt, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Hier so ein bisschen in den Schatten vielleicht. Dann kriegt man nicht so schnell einen Sonnenstich. Was ist denn hinter uns? Eine Durchfahrt nur. Ja, dann stellen wir das hier eben. Ja, genau. Schön. Können die so weit schießen? Ja, können. Bestimmt können die das. Ich traue es ihnen zu. Ich behaupte das jetzt mal einfach, dass die das können. Oh ja, hier ist auch... Aber man kann hier doch ziemlich weit gehen. Also kommt hier auch noch ein Wachposten hin. Und zwar, ja, genau so. Sieht doch schön aus, oder? Passt perfekt hier rein. Das passt, das passt. Aber wir haben hier schon so viele Wachposten und es ist noch nichts an Sicherheit passiert, offenbar. Scheinbar. Vermutlich. Vermuten wir mal. Ja, dann bauen wir hier direkt an der Treppe ein. So, da ist die Treppe. Da oben sind die Betten. Die Leute können gleich aus dem Bett runter zu ihrer Arbeit. Ist das nicht schön? Brauchen nicht mal eine Tür zu öffnen. Komische Geräusche hier. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ich höre es. Warum solltet ihr das nicht hören? Es sei denn, ihr habt auf lautlos gestellt. Dann hört ihr die Frage ja nicht mal. Okay, ich höre auf. Ich sag nichts mehr. Aber dann ergibt doch das gar keinen Sinn. Oh nein, bitte nicht so ein Sturm. Was machen diese Stürme jetzt andauernd hier? Ich glaube, wir haben hier genug. Vielleicht noch so einen Wachposten. Hier vorne. Direkt so an der Seite hier. Ja, hier so ungefähr. Das wäre doch ganz nett. Ja, ich sehe schon. Und es gibt keinen Schutz, den wir suchen können von diesem Zeugs. Hier leuchten aber Lampen überall. Das ist... War das immer so? Ich glaube irgendwie nicht, dass es immer so war. Kühlschrank ist auf. Kühlschrank zu. Zu. Geht nicht. Wie war das mit dem Betten? Hier ist ziemlich laut. Warum? Ach so, draußen oben oder irgendwo. Ja, oben sind, glaube ich. Meine Güte. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Das ist doch gut. Ja, da wir jetzt doch noch ein, zwei Minuten hier bleiben, werde ich jetzt doch mal so eine Droge nehmen. Hier Red X gegen die Strahlung. Strahlung widerstehen 100%. Ja. Das kann man untersuchen. Aha. Ja, interessant. Wo ist der Barcode? Ach, da unten. So, so. Hochmodern. Sehr schön. Das war's auch schon. Vielleicht sollten wir schlafen gehen. Bis der Sturm vorbei ist. Dann sind wir auch gut ausgeruht. Und bekommen nichts mit von dem Sturm. Oh, wir haben... Ja, 12 Stunden sollten reichen. Ich gehe immer so nach dem Schlaf, den man auch in Realität braucht. Ich weiß, ich weiß. 7 Stunden reichen, 6 bis 7,5 Stunden. Aber ich schlafe gerne auch mal länger, gerade am Wochenende. Ihr habt das vielleicht gemerkt. Es kam bei weitem nicht so viele Uploads diesmal. Nein, ich musste auch gucken, ich musste ein bisschen... Morgenschlafmütze. Die Listen... Morgenschlafmütze? Wer hat das gebracht? Ach, ja. Ja? Ja, ich musste ein bisschen die Listen, die Playlist... Keine Zeit zum Reden. Ein wenig, ja? Korrigieren. Überprüfen, korrigieren. Verstehe. Denn, ja, es haben ja einige alte Folgen haben gefehlt. Einige waren in Deutschland eben gesperrt. Und das habe ich dann versucht, jetzt heute Nacht irgendwie hinzubekommen. Deswegen, weil die ersten Folgen, die da gesperrt waren, so... ziemlich, ja, lang waren auch. Ich hatte damals noch nicht so hier den Trick mit der Uhr raus, so richtig.
Und ja, Überlänge, die Folgen teilweise 40 Minuten, 30, 20 auf jeden Fall, glaube ich. Ja, deswegen hat das alles sehr lange gedauert. Dann hat mir YouTube irgendwie zweimal den Dienst versagt, hat direkt gesagt, ja, das ist, irgendwo haben sie sich abgemeldet. Ja, ich weiß, dann habe ich mich auch irgendwo abgemeldet. Und der Download wurde unterbrochen. Bitte laden Sie das nochmal hoch. Und Technik. Die Tücken der Technik. Sie hat doch eine Waffe. Diesmal ist sie aber eine Sie, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Ja, ich hätte sie ja lieber als Plünderin gehabt, aber da haben wir schon jemanden. Ups, sie ist weg. Hier ist noch jemand. Ach, das ist sie. Oder? Ich weiß es nicht. Wir lassen das mal lieber. Und hier... Ach, da ist schon jemand. Wo sind die anderen? Stehen oben noch welche? Sind noch welche am Pofen? Aha. So, so. Ich verstehe. Dieses eine Denken und irgendjemand ist dir schon zugewiesen. Und wir bauen hier überhaupt nicht so einen Blödsinn, wie ich erst dachte, hier oben drauf ein Haus. Wäre schön, würde ich gerne machen. Aber wir haben ja festgestellt, dass die Größen, der Balken der Größenanzeige da oben, ja, wenn er voll ist, kann man nichts mehr bauen. Ach was, ja, tatsächlich. Ich sag's ja nur, falls Leute mal neu dazukommen. Ich hoffe, es kommen bald mal Leute neu dazu. Nein, es kommen ständig Leute dazu. Ich kriege das ja mit. Ab und zu, so einmal im Monat, gucke ich da ja drauf. Einmal im Monat! Wie lange bin ich denn schon dabei? Das ist jetzt, glaube ich, am Dienstag fängt die dritte Woche. Oder wie lange ist das Spiel raus? Ich habe kurz vorher habe ich mit Minecraft so ein paar Experimente mal gestartet, ob das dann überhaupt was wird. Und... ja, seitdem eigentlich seit Fallout 4 raus ist, bin ich jetzt eigentlich erst bei YouTube aktiv. Und ich muss sagen, dafür läuft es recht nett an. Also, es macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Genug geredet. Nein, wieso soll ich aufhören zu reden? Warum sagen immer alle, ich soll aufhören zu reden? Es hat auch keiner gesagt. Ich hab's gesagt. Ja, dann hör doch auf zu reden. Ach, verdammt! Nein! Wer hat das gesagt? Ich will nicht mehr. Ja, schon gut, schon gut. Das waren wieder meine 5 Sekunden. Ich habe auch, genau, heute ist Nikolaus. Ja, vielleicht nicht mehr, wenn ihr das Video seht. Aber bei der Aufnahme ist gerade Nikolaus. Und ich habe Süßes gegessen. Und Zucker ist eben auch nicht so gut für mich. Ich bin aber manchen Sachen etwas empfindlich. Ja, die Leute, die länger geguckt haben oder öfter schon, die wissen das vielleicht, dass ich da dann manchmal so ein bisschen seltsam werde. Mein Gott, bin ich sonst nicht seltsam? Ich möchte jetzt ganz gerne hier weitermachen und ich frage mich, wer hat da noch nichts zu tun? Sie setzt sich hin. So. Aber er ist ein Mann. Wir nehmen ihn. Du darfst... aufpassen, hierauf nicht. Da oben ist auch jemand zugeordnet. Irgendwo war noch so ein rotes Mannequin. Hier. Bitteschön. Ist das nicht was? Du hast eine Arbeit. Du hast einen Job. Ich bin das Arbeitsamt. Oh mein Gott. Gibt's das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Wir haben doch mittlerweile mit Sicherheit alle so viel zu tun. Da ist doch das Arbeitsamt total überflüssig. Was machen dann die ganzen Beamten, die da... sind das auch Beamte am Arbeitsamt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Verbeamtete. Oder wie nennt man das? Ja, wer weiß. Was machen die dann eigentlich, wenn es keine Arbeitssuchenden mehr gibt? Ich finde das Wort Arbeitslose, wenn man das so sagt. Ja, sie sind arbeitslos oder so. Das hört sich so... also nicht, dass mir das einer gesagt hätte. Ich habe ja Arbeit. Ich nehme doch hier auf und quatsch. Nein, ich habe schon auch noch andere Sachen. Im Moment nicht so viele Aufträge, deswegen darf ich mir das erlauben mal. Aber das ist zum Jahresende halt oft so und naja. Ja, ich mag das nicht, das Wort Arbeitslose,
Arbeitslose hört sich so an wie Lose und Arbeit ist auch kein schönes Wort. Ich wäre eher dafür, dass man sagt Arbeitssuchende oder Jobsuchende. Naja, das ist kürzer, aber ist so ein bisschen zu viel. Job, ist das überhaupt ein deutsches Wort? Mittlerweile schon, oder? Weiß das jemand? Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr wisst. Könnt ihr ja mal im Duden, was ist das? Duden 7? Duden 8? Etymologisches Wörterbuch, ihr wisst schon. Einfach mal nachgucken, ob Job da schon drin steht und die Herkunft mal erforschen. Kann ich doch auch selber machen, ich habe doch Internet. Ja, aber ich möchte euch doch beteiligen. Und ich finde das jetzt schön, was wir gemacht haben. Die Folge ist vorbei, ich habe irgendwie, ich bin nur rumgelaufen, glaube ich, in dieser Folge und habe irgendwas erzählt. Aber muss auch mal sein. Danke fürs Zuhören. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Das freut mich. Danke fürs Zuhören und Sehen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich würde mich riesig freuen darüber. Danke fürs Zusehen, für Klicks. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!